Hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperium Greek Wars. Und wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben. Und wir haben ein wenig was erbeutet. Okay. Und ich habe übrigens den schrecklichen Fehler gemacht, diese Einheiten hier im Gebirge stehen zu lassen. Das sehen wir hier. Hier hungern nämlich ein paar. Wir nehmen uns mal diese Einheiten an. Und ich möchte so und so ein paar Truppen zurückschicken. Ihr wisst, Richtung Euböa. Und damit werden wir mal anfangen und die Truppen hier langsam zurückschicken. So. Das war die. Okay. Das Trüppchen. Moment. 83. Hier haben wir 150%. Dann lassen wir ihn mal dahin gehen. Und dann werden wir die Runde mal überspringen. Und die beiden werden auch nach da vorne gehen. Beziehungsweise wir müssen ja so und so da unten hin. Und die Stadt einnehmen. Dann können wir das eigentlich auch machen. Da spricht doch eigentlich überhaupt nichts gegen. Was haben wir hier? Der Trupp, ei, der kann angreifen, aber ist sehr verteidigungsschwach. Dann ziehen wir den mal da rein. Den General ziehen wir nach vorne. Korinth überfiel den General. Okay. Was für ein Drecksack. Entschuldigt bitte. Ist ja unglaublich. Okay. Plündern? Nee. Nee, 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 nee. Wir können uns diese Runde mal ausruhen. Und in der nächsten Runde werden wir uns hier mal ein wenig verbessern. Auch du, mein Freund, kannst dich hier verschanzen. Beziehungsweise dich heilen. Dann haben wir das erledigt. Können das zumachen. Ist das jetzt einer von Korinth? Nee. Thessalien-Ferai, meine ich doch. Aber wie haben die denn unsere Leute überfallen? Das ist ja sehr spannend. Nun gut, okay, der bleibt hier stehen. Dass hier auch ja keine Einheit gebaut wird. Und dann lasst uns doch mal gucken, wer von beiden am besten geeignet ist. Er hier. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's. Ja, das hat nicht ganz geklappt. Unentschieden. 90% Verteidigungsbonus. Boah, was haben die denn? Verteidigung, Einfriedung. Wow. Wir haben Terrainbonus, Erfahrung, Angriffsbonus, Armeemoral. Also wir sind schon mega stark gewesen, aber das ist ja der Wahnsinn. 1,8. Dann gucken wir mal, dass... Na, die hat aber auch gar nicht so viel verloren. Die kann nicht mehr angreifen. Aber die. Okay, von 4-0 auf 3-5 ist aber trotzdem noch okay. Ja! Sehr gut. Nächster entscheidender Erfolg. Die nächste Stadt, die in unsere Hände gefallen ist. Und auch die Stadt. Ah, da können wir jetzt nichts mehr machen. Da fehlt uns tatsächlich Stein. Die Stadt muss also noch ein bisschen warten. Und... wir können da auch leider nicht reinziehen. Dann werden wir das mal überspringen und kümmern uns in der nächsten Runde um diesen Steinbruch hier. Das ist natürlich cool. Dann haben wir da schon den nächsten Steinbruch. Sieht's hier aus. Den Steinbruch müssen wir reparieren. Ganz klar. Hier gibt es eine Kohlemine. Die sieht auch gut aus. Okay, so. Ja, was machen wir mit dir? Im Inneren reparieren, minus 8% Moral, das machen wir nicht. Dann werden wir dich auch langsam reparieren. Du kannst auch repariert werden. Hier unten gibt es nichts Besonderes. Ihn hier werden wir zurückziehen, ebenfalls. Denn ich möchte gerne ein paar Truppen hier hinten haben. Wie gesagt, es wird Krieg geben. Definitiv gegen Euböa. Ganz klar. Also das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und wir werden das mal beeinflussen. Hat nicht geklappt.
Und wir haben auch keine weiteren Truppen, beziehungsweise, ihr wisst, wir bauen noch keine. Drei Runden noch, müssen wir abwarten. Und danach bauen wir erste Truppen. Vorher nicht. So, was ist mit ihm hier? Er ist doch relativ gut dabei. Ihn müssen wir ausheilen. Ja, nächste Runde ist er bei 4-0 wieder. Das ist sehr gut. Das hatten wir schon. Das können wir nicht machen. Dann gucken wir mal die Einheiten durch. Die Frage ist, brauchen wir die Truppe hier? Wir können sie einmal ausheilen lassen und dann ist sie der nächsten Runde auch repariert. Wer ist er hier? Der Weise, das ist ja cool. Was kann der denn? Keine Produktion der Weise. Die alten Philosophen studierten viele Disziplinen und sammelten umfangreiches Wissen an, welches schnellere technologische Fortschritte ermöglicht. Ihre Schulen hatten einen weitreichenden Einfluss im In- und Ausland. Okay. Okay, Verteidigungsboni ist klar. Aber was genau kann eine Einheit bewegen? Einquartieren, zerstören, überspringen, ruhen? Okay, also den ziehen wir mal in unsere Hauptstadt. Bin mir nicht ganz sicher, ob der irgendwelche Boni hat, aber den ziehen wir mal in die Hauptstadt. So, den Herrn General packen wir mal nach dort. Dann werden wir den mal langsam hier auch heilen. Denn auch die beiden Städte, wie gesagt, also Korinth ist quasi besiegt. Hier gibt es keine Truppen mehr. Das Thema ist eigentlich, das ist durch. Dann werden wir nochmal Provinzaufstände wollen wir nicht machen. Wir werden die Heere mal ein wenig ermutigen. So. Nächste Truppe. Wir werden mit euch weiter nach oben fahren. Einmal dahin bitte. Beziehungsweise wir können uns. Ne, das passt. Und dann einmal bitte überfallen. So. Mit den Truppen. Die Frage ist, wir könnten uns hier relativ gut heilen. Das machen wir auch mal. Und dann werden wir mit dir dahin fahren. Er wird alles überfallen können, was in Reichweite ist. Also auch die Sachen. Und dann gehen wir hier zurück in den Überfallmodus. Okay. So, nächste Einheit ist der Siedler hier oben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wir können da schon was machen. Dann gehen wir mal dahin und bauen noch ein weiteres Feld. So, nächste Einheit ist er. Ja, er muss jetzt wassern. Das machen wir nach dort. Und in der nächsten Runde schicken wir ihn nach da oben. Und da bin ich schon extrem gestiegen. Extrem gespannt drauf, muss ich sagen. So, die Einheit. Welche ist das? Die kann sich nicht mehr bewegen. Dann werden wir die mal ausruhen lassen. Okay, das war's. Ist beschädigt, benötigt Reparaturen. Reparaturen können wir im Moment nicht leisten. Da müssen sie durch. Was wir noch machen müssen, ist hier drauf achten. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Und was wir noch machen sollten, einmal hier rein und in die Geburtenpolitik gucken. Wir haben nämlich ein paar mehr Einsatzstädte bekommen. Und wir sollten das auf jeden Fall mal anpassen. So, die Dreier. Die können wir auf das normale Niveau mitsenken. Ja, das passt. So. Und die Zweier werden wir ein bisschen reduzieren, ungefähr mittig. Und auch ihn werden wir ordentlich boosten, dass die Stadt hier wächst. So. Was wir noch boosten sollten, ist tatsächlich die Hauptstadt Athen. Weil ich da gerne weitere Truppen bauen möchte.
in Athen demnächst, wenn das hier fertig ist. Wir bauen ja hier ein Gebäude und dann können wir noch gucken, dass wir in den drei Städten Marathon so. Hier haben wir nichts. Okay. Dann werden wir auf jeden Fall mal mit einer ökonomischen Stadt anfangen. Und hier haben wir schon ein bisschen was. Dann werden wir da nochmal abwarten. Okay. Das war's. Nichts mehr zu tun. Nächste Runde. Okay, Messenien. Da unten, das überspringen wir mal. Da kümmert sich jetzt wahrscheinlich Sparta drum. Was ich mir bei Sparta, also wir müssen uns gleich mal Sparta angucken im Vergleich. Okay, das können wir eigentlich mal auch übersp. Nee, das überspringen wir nicht. Ich möchte wissen, was die da oben mit Euböa machen. Ob die da irgendwas machen. Und können diese Animation überspringen. Okay, die ziehen ihre Flotte dahin. Gut, das macht ja Sinn. Siedler. Schiff geht weiter nach unten. Die Achmiden haben wir gesagt, Phrygien auch, das überspringen wir alles. Das ist Korinth, die haben da oben noch einen Siedler. So sah das aus. Die wollen anscheinend wirklich nicht aufgeben. Dardanien kämpft da oben. Ich würde sagen, das überspringen wir jetzt auch mal. Die Teile sind auch mit den Enchileern jetzt nicht ganz so interessant. Hier kämpfen sie. Das ist, glaube ich, Chalkidike. Das ist in der Tat jetzt spannend. Ich meine, die sind. Also Thessalien Ferai, das ist der Wahnsinn, wie groß die sind. Hammermäßig. Wir müssen echt gleich mal gucken, wie wir im Vergleich zu den beiden dastehen. Also, das ist schon. Boah, das ist schon krass. Also da ist entweder ein riesiger Verbündeter oder ein fast unmöglicher Feind am Horizont aufgetaucht. Denn wenn man mal ehrlich ist, der kämpft gegen Chalkidike und Makedonien. Das Problem ist, die beiden kämpfen auch noch gegeneinander und vernichten sich. Wenn die sich zusammenschließen würden und gemeinsam gegen den hier kämpfen würden, dann wäre das eine mögliche Sache. Deswegen, wir müssen den hier uns unbedingt als Verbündeten holen. Ansonsten, puh, dann wird das ganz schön schwer. Die unabhängigen Städte überspringen wir jetzt auch mal. Die Odrysa auch. Die Molosa. Thessalanische Bund, also es gibt ihn noch und er macht immer noch weiter Ärger. Natürlich gegen seinen Kumpel, Thessalien Ferai. Na gut. Sollen sie es machen? Jetzt kommt Chalkidike. Jetzt bin ich mal gespannt. Die halten sich halt auch relativ gut noch da. Korkyra. Da bauen sie Brücken. Brücken sind immer gut.
Anatolien können wir mal überspringen. Nein, jetzt habe ich Euböa übersprungen. Da. Mysien. Ionien können wir auch überspringen. Athen. Bitte nicht. Wollt ihr den Frieden mit Mysien beenden? Nein, um Gottes Willen, auf keinen Fall. So, wer möchte das? Die Moloser. Verteidigungspakt? Es tut mir leid, da muss ich erstmal gucken, mit wem du hier überhaupt in Verbindung stehst. Na gut, Korinth, der Thessalanische Bund, aber auch mit Thessalien Ferai. Nee, nein, tut mir leid. Das kann ich leider nicht machen. So. Euch wird ein Handelsvertrag angeboten. Ein Gold für eine Nahrung. Der Bund. Nee, das brauchen wir nicht. So, wer ist er? Mysien. Gegen wen haben die hier Krieg? Nur gegen Odrysien. Und hier so ein paar. Ja, mein Gott. Offene Grenzen. Ich denke, das können wir schon mal machen. So, ja, das können wir schon mal machen. Wollt ihr mit Messenien Frieden schließen und Euböa als Vermittler? Ja, mein Gott, gerne. Also, ist kein Problem mit. Wie bitte? Nein. Auf keinen Fall. Die Anzahl der Einwohner von Anactorium nahm um 90% ab. Eieieiei. Wir müssen in dieser Runde unbedingt und wir können es uns. Wir müssen unbedingt hier was machen. Das Heer hungert. Immer noch. Okay. Also. Wir können den Leuten helfen. Gott sei Dank. Das machen wir auf jeden Fall. Hier gibt es 100% Nachschub. Das sollte passen. Sollte eigentlich alles passen hier. Dann bitte einmal heilen. Du bitte auch einmal heilen. So, wie sieht's mit dir aus? Du kannst eigentlich auch in die Stadt gehen. Und einmal warten und dann auch gleich heilen. Und du wirst einmal Selbstheilung machen. Und Herr General bitte auch. So. Alles klar. So, wie sieht es hier unten aus? Bitte einmal Selbstheilung. Sehr schön. Und dann können wir anfangen, mal die Sachen hier zu reparieren. Thermon. Können wir nicht reparieren? Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Bauen. Kalidon ist beschädigt. Okay, das braucht zu viel. Das können wir uns nicht leisten. Pleuron ebenfalls nicht. Okay, dann müssen die ohne Reparatur auskommen. Das ist dann so. Okay, dann gucken wir uns mal die Einheiten an. Du bitte auch reparieren. Ja, mit dir werden wir beeinflussen, aber dich dienen jetzt nicht abgezogen. Verdammt. Erst wenn du da bist, in der nächsten Runde. Und so lange werden wir uns hier mal als Verteidiger einsetzen. Mhm. Das ist der Siedler. Und da können wir hier tatsächlich ein Feld anlegen. So. Du kannst bitte einmal hier lang gehen. Du hast deine Aufgabe. Du gehst bitte auch hier lang. Sehr schön. Ja, was machen wir mit den Truppen? Ich würde tatsächlich sagen, wir schicken ihn auch nach hier. Erstmal nach hier, das sind drei Runden und von da aus werden wir dann entscheiden, wo wir ihn hinschicken. Mit denen können wir das eigentlich auch mal machen.
Dann schicken wir ihn nach Theben. Und das sind 3 Runden. Er kommt dahin. So. Die Truppen stellen sich bitte da oben hin. Ey, geringe Chancen. Okay, hier gibt es ein paar Schiffe tatsächlich. Dann werden wir hier mal angreifen. Feuer frei. Und der nächste Angriff. Das war Armeemoral, Angriffsbonus, Erfahrung. Sehr schön. Und Angriff. Und versenkt. Goodbye. Sehr gut. Also, die Schiffe hier. Wie sieht's aus? Müssen wir noch einmal reparieren? Einmal müssen wir noch. Dann machen wir das auch. Ja, was ist mit ihm? Er ist noch nicht heile, deswegen werden wir ihn auch nochmal reparieren. Ich weiß, die Reparatur, die andere geht schneller. Entfernt, das sind auch nur 5-6%, das kann man durchaus mal machen. Aber ich möchte mir das Geld halt jetzt aufheben, dass wir möglichst andere Dinge damit machen können. Du bleibst bitte noch einmal hier, wirst überfallen, das passt. So, unser Siedler. Wir haben 185 Holz. Ich würde tatsächlich sagen, hier können wir tatsächlich kein Holz. Dann werden wir hier nochmal ein Feld anlegen. Also hier können wir kein Holz abbauen. Dann werden wir hier ein Feld anlegen und danach bauen wir eine Straße hier hin. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde tatsächlich gucken, dass wir hier auch noch irgendwo ein Feld bauen. Das sehen wir ja dann. Und hier auf jeden Fall an den beiden Punkten auch. So. Welches Heer war das? Das hier. Hier gibt es einen Verteidigungsmalus. Hier gibt es einen Ressourcenmalus. Sieht jetzt aber nicht so aus. Nun gut. Da auch? Tatsache. Okay, dann müssen wir den gleich dahin stellen. Das ist ja spannend. Also die Stadt... Okay, vielleicht haben wir uns mit der Stadt echt keinen Gefallen getan. Ich habe keine Ahnung. Na gut, das werden wir mal sehen. Sehr spannend. So, aber jetzt gucken wir uns nochmal, beziehungsweise wir gucken erstmal hier. Oh ja. Einmal da oben hin, bitte. Jetzt bin ich gespannt, ob wir was finden. Die Expedition ist losgesegelt, um das Goldene Vlies zu erlangen. Eine kleine Gruppe von Gesandten von Nestor wurde nach Kolchis geschickt, um das Vlies an Bord unseres Schiffes zu bringen. Wir müssen warten, bis sie zurückkehren. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. So, jetzt aber gucken wir uns nochmal beim Thema Diplomatie den guten Sparta an. Und unsere Wirtschaft ist 40% schwächer. Boah. Ja gut, der ist da sehr zentral unten, ne? Dadurch, dass wir so zerklüftet sind, wir haben im Prinzip nur ein Zentralgebiet hier. Und hier oben in dem Bereich macht es ungefähr gleich. Und die Bevölkerung ist ungefähr gleich. Aber das mit der Wirtschaft, gut, das ist natürlich, ich meine, guckt euch das mal an, ne? Der hat hier überall Sachen gebaut, Stallungen, dann baut er hier ein Gebäude, hier hat er was gebaut. Das ist der Wahnsinn, also wir müssen unbedingt zusehen, dass wir hier mehr Gebäude bauen. Hier ist eine Stallung, das sollten wir vielleicht jetzt tatsächlich mal anfangen. Hier unten gibt es eine ganze Menge. So, an das Ding sind diese Minen hier angeschlossen, das ist gut. Aber was ist denn mit den ganzen Minen hier oben? Wie viel Kohle haben wir denn im Plus? Na, nicht viel, aber wir handeln ja noch welche. Also das ist ja ein paar Runden vorbei. Wo wir das machen, gucken wir hier nochmal. Das ist im Schnitt alles ungefähr wie bei uns. Das passt, aber das mit der Wirtschaft, das ist natürlich krass.
So. Versorgt Einheiten vorübergehend mit medizinischen Verbesserungen, das Asklepion. Das wäre natürlich auch mächtig. Ja. Aber was mich am meisten interessieren würde, ist tatsächlich die Schmiede. Wo wir natürlich auch nicht allzu viel bauen können. Das heißt, wenn wir die Schmiede hier hinsetzen, wären... Hier wäre... Moment. Es ist die Frage, wichtiger Kohle oder Stein? Wir könnten es hier hinsetzen. Aber dann würden wir ein Feld wegreißen. Aber hier hätten wir tatsächlich Kohle, Kohle, Gold und das Ding hier hinten mit drin. Ne? Nein! Jetzt habe ich mich verklickt. Ah, verdammt. Das ist jetzt ärgerlich. Jetzt müssen wir... Ja, nee, das... Wie viel ist die andere Kohle mehr? Nee, 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 nee. Ah, verdammt. Ja. Das reißen wir ab. Wir werden es verkaufen. Das war jetzt extrem... Okay, lassen wir das Thema. Gut. Ich wollte eigentlich nur in die Schmiede reingehen und nochmal genau gucken, was das bringt. Es steigert die Produktion. Kohleverbrauch und steigert die Produktion, ja. Das war jetzt echt doof, ganz ehrlich. Das war jetzt wirklich doof. Das reißen wir wieder ab und dann bauen wir die hier vorne hin, machen das Feld weg und dann haben wir den Bereich hier. Und dann schauen wir mal, dass wir hier ebenfalls noch was hinbauen. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal ein wenig vorankommen. Okay, und voran geht's in der nächsten Folge. Dort beenden wir die Runde und machen die nächsten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Strategienerd.